Irgendwer irrt sich ziemlich gewaltig. Entweder sind es die Aktienmärkte oder es sind die Anleihenmärkte. Entweder es sind die Zinsmärkte oder es ist die Fed. Denn all das widerspricht sich. Die Fed hatte in Gestalt von Jerome Powell gesagt, naja, die Zinsen senken. Das ist eigentlich nicht unser Basisszenario in Zwischenpreisen. Aber die Fed Fund Futures, also die Zinsfutures, wenn man so will, Zinssenkungen ein durch die US-Notenbanken noch in diesem Jahr. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehen wir immense Volatilität bei Anleihen gemessen im Move und wir sehen auf der anderen Seite eine rückläufige Volatilität gemessen am VIX, also den Optionen auf S&P 500 Aktien für mindestens die nächsten 30 Tage. Da sehen wir, dass die Volatilität nach unten geht. Die Aktienmärkte optimistisch in Sachen Zinssenkung. Die Anleihenmärkte sind nervös wegen Bankenkrise, wegen Fed-Politik, wegen dem Gesamtumfeld. Man weiß es nicht. Jedenfalls sehen Sie hier diese massive Divergenz zwischen der Volatilität gemessen im Move und dem VIX. Hat es so noch nicht gegeben, seit es diese Daten gibt. Also das ist schon extrem. Und entweder muss jetzt die Volatilität bei Anleihen runter perspektivisch oder sie muss bei Aktien eben nach oben gehen. Viel anderes gibt es da nicht, denn normalerweise geht das wieder zusammen. Wir sehen auch hier die Credit Spreads, also die Renditeaufschläge, die Risikoprämienaufschläge sind zuletzt gestiegen bei den Anleihen, respektive den Unternehmensanleihen oder Junk Bonds in Relation zu US-Staatsanleihen. Aber auch hier diese starke Divergenz, also hier noch nicht so wirklich das absehbar, was eigentlich an den Anleihenmärkten bereits eingepreist wird. Und hier sehen wir mal diese Zinsfutures, die Fed Fund Futures, die gehen davon aus, dass wir wohl bald schon eine Zinssenkung sehen. 41% etwa liegt die Wahrscheinlichkeit, dass am 20.09.2023 die Zinsen ein Viertel Basispunkt oder 25 Basispunkte, ein Viertel Prozent niedriger liegen als derzeit. Das heißt, die Märkte erwarten immerhin praktisch mit einer fast 50-50 Chance, dass die Zinsen fallen werden. Schon beim 27.06. liegt die Wahrscheinlichkeit bei 38%. Also die Märkte sagen, da wird etwas kommen in Sachen Zinssenkung und der Grund dürfte sein, entweder Bankenkrise oder eben die Rezession. Wir sehen hier, wenn ich das nochmal einspielen darf, eine massive Differenz dann auch zu den Dotplots der Fed, also zu den Erwartungen der Fed-Mitglieder selber. Und es ist wirklich ein Chaos, ein Hin und Her. Hier sehen wir mal die Positionierungen etwa bei Anleihen, Non-Commercial Positioning in den Futures, hier Anleihe-Futures. Wenn Anleihekurse steigen, dann fallen die Renditen. Wenn Renditen steigen, fallen die Anleihekurse. Hier sehen wir mal, wir haben hier praktisch eine massive Short-Positionierung gehabt. Das heißt, die Märkte sind zunächst davon ausgegangen, dass die Renditen weiter steigen. Dann kam Bankenkrise, kam die Erwartung, dass die Zinsen wegen der Bankenkrise eher fallen. Daraufhin fielen die Renditen massiv, hat also die allermeisten auf dem falschen Fuß erwischt. Und jetzt ist man Short, erwartet also, beziehungsweise ist jetzt long in Anleihen, erwartet also steigende Anleihekurse und fallende Renditen. Und was ist jetzt eigentlich in den letzten zwei Tagen passiert? Die Renditen sind wieder nach oben gegangen. Und ein Beispiel, bei dem das schiefgegangen ist, das war wohl offenkundig die Bank, respektive Broker Charles Schwab mit 34 Millionen Konten. 7 Billionen an Assets werden da verwaltet insgesamt oder laufen in irgendeiner Weise über Charles Schwab mit Aktienpositionen, Schnipp und Schnapp und Schnipp und Schnipp. Und hier sehen wir eben, dass da offenkundig gewettet wurde, wie ich gestern schon sagte, auf weiter steigende Renditen, auf fallende Anleihekurse. Da hat es Charles Schwab offenkundig böse erwischt. Man hat da Kundengelder offenkundig eingesetzt und Nervosität hält nach wie vor an, auch wenn wir uns hier mal die nachrangigen Anleihen anschauen, diesen Coco. Die Coco Bonds, Coco Tier 1 Index, hier sehen wir, da ist von Beruhigung nicht so wahnsinnig viel zu merken. Seit die Credit Suisse ja praktisch die Inhaber nachrangiger Anleihen enteignet hat, die sind wertlos verfallen, ist da ein bisschen Stress. Stress ist nach wie vor im Bankensystem. Hier zum Beispiel die Senatorin Sinema, gestern ja die Anhörung von Barr von der Fed. Was ist da schiefgelaufen in Sachen Silicon Valley Bank? Und die sagt, naja, Leute auf Reddit und Twitter haben gezeigt, wo die Probleme sind, was da genau schiefläuft, aber nicht die Regulatoren, die haben das nicht erkannt. Dann muss etwas wirklich ziemlich falsch laufen und das ist der Fall.
Das Netz ist schlauer als die Regulatoren, die so ein bisschen immer hinterherhinken. Das sind Verquickungen der Chef der Silicon Valley Bank im Direktorium der San Francisco Fed und so weiter. Und jetzt hat die Fed ja die Zinsen weiter angehoben. Das macht natürlich die Probleme für die Regionalbanken nicht einfacher, denn sie haben ja das Grundsatzproblem, dass sie nicht so viel Zinsen bieten können, wie etwa bei festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Laufzeit in den USA derzeit schon möglich ist. Da ist ja eine massive eine Flucht passiert, 100 Milliarden alleine an diesem Freitag, bevor dann Silicon Valley Bank praktisch die Hände strecken musste. Und jetzt wissen wir, dass 10 Konten insgesamt 13,3 Milliarden Dollar hatten. Das heißt, hier gab es 10 fette Konten mit durchschnittlich 1,33 Milliarden Dollar drauf. Das können Firmen gewesen sein. Es gibt The Rumor, es gibt das Gerücht, dass es hier vorwiegend sich um chinesische Tech-Firmen handeln würde, ist allerdings nicht bestätigt. Jedenfalls hat man also hier 10 sehr wohlhabende Firmen oder sehr wohlhabende Privatpersonen ausgebailt, wie es nun aussieht. Also der Steuerzahler, der letztendlich zwar letztendlich ist das ja der Einlagensicherungsfonds. Das reicht noch aus mit der Silicon Valley Bank. Da muss der Steuerzahler noch nicht bluten. Aber wenn andere Banken Probleme kriegen, dann müsste er bluten. Hier sehen wir nochmal den Deposit Drop. Bei den größeren Banken war zuletzt auch Geld abgeflossen oder vor der Bankenkrise Geld abgeflossen. Jetzt fließt wieder Geld zu, weil das Geld von den Small Banks rausgeht. Und wir sehen an den Geldmarktfonds neue Hochs mit 5,1 Billionen Dollar. Es gibt immer wieder die Versuche zu sagen, nein, wir haben nicht mit einer Bankenkrise zu tun, sondern mit einem Sentiment Contagion, mit einer Sentiment-Ansteckung. Ja, das ist, ja, wir haben ständig irgendwelche Sentiment-Ansteckungen, meine Damen und Herren, aber hier sehen wir das erhitzte Gemüter. Hier sehen wir mal das KRE-ETF, das also praktisch diese Regionalbanken abbildet. Long- und Short-Positionen. Es gibt mehr Short-Positionen als Long-Positionen, also mehr Put als Call, aber wir sehen, wie das Volumen hier raufgegangen ist. Das hat sich vervielfacht inzwischen, gerade was hier das Interesse eben betrifft. Da wird richtig jetzt Volumen reingebracht, da wird gesagt, ich habe eine Meinung, entweder die ist richtig oder die ist falsch. Und hier sehen wir mal vielleicht die andere Gefahr, über die noch kaum einer spricht, nämlich die Finanzinstitutionen ohne Banklizenz, was die eigentlich praktisch an Assets halten. Und das ist gewaltig, wie wir hier sehen, hat sich immer weiter nach oben geschraubt. Da könnte sozusagen der nächste schwarze Schwan sein, weil da die Regulatoren überhaupt nicht reingucken. Das haben sie bei den Regionalbanken, wie wir seit gestern wissen, im Prinzip auch nicht gemacht, haben Stresstests gemacht. Nur für Großbanken. Bei den Großbanken hat man bei den Stresstests aber nicht das Szenario angenommen, dass die Zinsen mal irgendwann steigen könnten. Und Stresstests könnten bald auch kommen in Sachen Gewerbeimmobilien. Hier sehen wir mal Büroimmobilien, die sind ein Teil von Gewerbeimmobilien. Hier haben wir einen Leerstand von 18,7%, das heißt 18,7% der Büros in den USA sind leer, sind nicht genutzt, da wird keine Miete gezahlt, das ist ein neuer Höchststand, also fast ein Fünftel der Fläche wird praktisch, liegt da brach, und das ist so eines der zentralen Probleme auch der Regionalbanken, die ja hier zu um und bei 70% der Kredite in diesem Bereich vergeben haben. Wir haben jetzt neue Daten zur Geldmenge M2 für Februar 2023 bekommen, minus 2,4%. Es geht weiter nach unten, Januar minus 1,75%, Dezember war noch minus 1,04%, also jetzt minus 2,35%. Geldmenge geht also zurück, und das sind Daten oder hier sind die Informationen eingeflossen, wahrscheinlich vor der Finanzkrise, respektive nicht der Finanzkrise, der Bankenkrise. Eben Februar 2023, Bankenkrise begann, glaube ich, so am 9.10. März, soweit ich das erinnere. Wir sehen also nach wie vor eine rückläufige Geldmenge, bevor die Fed dann im Rahmen der Bankenkrise nochmal ihre Bilanz mal eben um 400 Milliarden Dollar wieder erweitert hat. Gestern ging es dann im späteren Handel wieder nach oben, nachdem Charles Gasparino getwittert hat, dass die First Republic Bank is no longer for sale, also die muss nicht notverkauft werden. Warum auch immer, mal was ist nicht genau, was genau dahinter steht.
weil die Lage vielleicht doch besser ist als angenommen oder keine Ahnung, man weiß es nicht. Jedenfalls hat das zunächst mal für Optimismus gesorgt. Wir sehen hier, wie etwa der S&P 500 zwischen diesen so wichtigen gleitenden Durchschnitten hantiert. 50er, 100er, 200er, den 100er hat man gestern gerissen, dann aber wieder drüber gekommen. Wir sehen Value to Growth hat wieder zugelegt, gestern ja wieder Nasdaq schwächer. Im Vergleich zu den anderen Indizes, da sehen wir hier auch minus 0,45%, der S&P nur 0,16%, Dow Jones nur 0,12%. Gestern vor allem wieder dieses Konjunkturerholungssystem oder Szenario, das hier gespielt wurde, Energie ganz oben, Industrials, Materials, also alles, was letztendlich dann profitiert, wenn die Konjunktur einigermaßen läuft. Wir sehen hier, der VIX gestern ganz deutlich unter Druck. Ich hatte das, glaube ich, vorhin, wo war der? Minus 3%, jawohl. Hier sehen wir, dass der stärkere rote Kerzen jetzt gebildet hat, ist unter seinem 50-Tages-Durchschnitt. Der S&P 500 hat diese Aufwärts-Wedge zunächst mal verteidigen können, kann er jetzt nach oben raus, durchaus möglich, dann auf dem Weg, vielleicht wenn Sie sich den unteren Chart mal anschauen, zu einer Schulterformation. Interesting, aber hier sehen wir, das kann durchaus passieren, denn dann würden wir oben im RSI eine negative Divergenz bekommen. Wir haben gestern das Tief gemacht bei 3,955, eine Unterstützung, die hier nochmal gehalten hat. Und ja, es kann jederzeit eine Zwischenrallye geben, ohne dass aus meiner Sicht das übergeordnete Bild sich wirklich verändert. Hier sehen wir mal die Dickfische, die von der Bank of America befragt werden. Die sitzen ziemlich viel auf Cash und sind ziemlich unterinvestiert in US-Aktien. Gestern ein miserables Volumen, hier etwa der SPY, maßgebliches ETF auf den S&P 500, 62 Millionen Kontrakte, mit Abstand geringstes Volumen im März. Das Volumen ist jetzt kontinuierlich zurückgegangen. Am Tag davor waren es 72 und davor jeweils immer über 100, die drei Tage davor. Also das war so ein bisschen Lull und Lall, hat man gestern auch physisch fast gemerkt. Übergeordnet schauen wir uns mal an, was haben mich die einzelnen Aktien gemacht in den letzten 12 Monaten. Da sehen wir, obwohl Apple und Microsoft zuvor ja so deutlich gestiegen waren, sind die immer noch im Negativen. Ist vor allem Google sehr negativ, ist vor allem Amazon sehr negativ, ist nach wie vor auch Tesla sehr negativ. Während wir auch im Bankensektor negative Geschichten haben, im Energiesektor dagegen schaut es sehr viel besser aus. Übergeordnet eben auf die letzten 12 Monate, und China Tech steht auch nicht schlecht da. Kommen wir noch kurz zu Europa. Wir sehen auch, die EZB-Bilanzsumme steigt wieder. Zweite Woche in Folge, jetzt bei 7,835 Billionen Euro, 59% des BIPs der Eurozone, die Fed bei 33, die S&P bei 135, wenn ich das sehe, und die Bank of Japan bei 131. Die Mitarbeiter der EZB haben sich jetzt über Burnout-Probleme beschwert, weil sie wieder ins Büro gehen müssen. Okay, ja, da hast du 5000 Leute, die unglaublich tolle Projektionen machen, dass wir keine Inflation bekommen, weswegen wir auch nicht die Zinsen anheben, dann bekommen wir die Inflation, dann bekommen die EZB-Mitarbeiter einen Burnout, gell? Also, es gibt Existenzen, die sind tragisch, und wenn du dann bei der EZB arbeitest, umso tragischer, muss man sagen. Also, schlimme Dinge. Jetzt hat sich unsere glorreiche Ampelkoalition nach 3 Tagen auf einen Verhandlungsdurchbruch geeinigt. Man will die Lkw-Maut anheben, will mehr Geld in die Modernisierung des Schienennetzes investieren und so weiter und so fort. Sehr spannend, und übergeordnet haben wir nach wie vor ein Energiedesaster. Wir glauben, dass wir irgendwie den Strom ja aus der Steckdose bekommen. Kohle soll abgeschafft werden, Atom soll abgeschafft werden, und ansonsten leben wir halt von Luft und Liebe, gell? Energiedesaster, Bildungsmisere, auch ein Riesenthema, Bundeswehr kaputt, Pflegemisere, auch ein riesiges Thema, Fachkräftemangel, Zuwanderung von eher nicht so Hochqualifizierten, während eher Hochqualifizierte abwandern. Also wir verlieren perspektivisch an Potenzial, und jetzt soll die gute Frau Merkel einen Verdienstorden erhalten, und sie hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Dinge so sind, wie sie sind. 2 Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren: Bankenkrise, Bankrun, Entwarnung für Deutschland. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung.
Deka Immobilien, ein Dickfisch am Immobilienmarkt, will jetzt den Preiseinbruch zum Kauf nutzen. Ist das vielleicht auch ein Signal für die so verprügelten Immobilienaktien? Ich hatte gestern dazu ja ein Marktgeflüster gemacht. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.